Morgen. Hier. Es sind beide drin. Und auf Wiedersehen. Ich habe sie mit nach Hause genommen. Ich auch. Oh, wer hat denn die schöne Kokosnuss gemalt? Und den Schirm und... Ich geh mal dieses Surfbild an. Oh, die Riesenwelle. Wer war denn das? Guck mal hier, Hawaii. 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 Ja. Passt so gut zum Kinderwagen, Mama, weil sie die gleiche Farbe hat. Ja. Ja. Hawaii, ich komme. Wir müssen los. Wir müssen los. Naja. Lass uns durch, wir müssen los. Ach, komm her. Ganz schön. Oh, ist das süß. Ich hab mir einen Kuss gegeben. Ja, ich komme dann wieder. Kein Problem. Nein. Sie sagt dir Tschüss. So. Lass, komm. Blumen. Was macht Blumen heute? Übernacht ist da. Freitag. Von hinten kommt ihr ran. Cool, oder? Nee. Ach, schade. Schau auf, ey. Nein. Platzsuche ist furchtbar hier im Moment, Kids. Oh, bin ich wieder zu Hause, Mensch. Mensch. Ran ans Schneidebrett, sozusagen, zur Küchenarbeit. Gut, Frühstück. Nicht krumme. Oh, die Gummifallen. Einer drin oder was? Ja, alle raus, wie jeden Morgen. Und dann sehen wir uns gleich entweder zu Wolle News oder zum Plattenreifenwechsel oder zu irgendwas anderem. Also entweder ist es gemacht oder halt die Zeit nicht. Genau. Um 12 oder. Alles klar. Gut. Bis dann. Was für ein Ding? 5000 Bewerber pro Neubau. Auch diese drillige Familie findet kein Zuhause. Wohnungsnot in Berlin, ja, so ist es. So kann es sein. Mitkommen. Oh, das ist natürlich Jetnar, aber wa? Jetnar, aber die läuft. Können wir echt mal die Zeit stoppen? Ja, hier läuft, wenn ich die anstoße. Oh.
Ach ja, der Keil, das Lager, hier ist ja wieder alles problematisch. Ich wollte eigentlich mal draußen die Räder erstmal anschließen. Dann mach das doch erstmal, Toni. Ja, wenn ich hier angefangen habe. Ich wünschte mir, ich hätte jetzt jemanden dafür. Assistenten. Wer möchte mein Sidekick sein? Oh, nee. Also, das Lager muss raus. Quarantäne. Mensch, so ist es. Corona in der Nachbarschaft. Vis-à-vis haben wir eine Praxis, die testet auf Corona, die ist heute so voll, es ist absoluter Rekord. Die Schlange ist circa 40 Meter lang, also bestimmt zwei Blocks, 50 Meter, das ist Wahnsinn. Was wollt ihr denn hier machen? Zentrieren. So, Mensch, liebe Leute, ich habe ja gesagt, heute beginnt der Aufbau, nicht, sondern die... Erstmal wird durchchecken von diesem Rad hier. Das habe ich ja. Habe ich das geschenkt bekommen oder habe ich das gekauft? Ich weiß gar nicht mehr, keine Ahnung. Ich glaube so, ja, ich habe dafür noch was gegeben. Ich weiß nicht, was so ein Obolus oder so. Oder ich habe sie geschenkt bekommen. Ich weiß es nicht. Gehen wir mal davon aus, ich habe sie geschenkt bekommen. Dann ist das alles auch nicht so schlimm, dass ich hier noch 30.000 Sachen machen muss. Auf alle Fälle Tretlager. Wie man hört, hört man sehr viel und man sollte nichts hören. Ne? Ja, das. Das geht so natürlich nicht. Gucken wir gleich mal rein, was da das Problem ist. So, jetzt mal zu dem Test. Wie lange läuft das Rad eigentlich hier? Wollte ich einfach mal so. Es ist noch nicht gewartet, noch nicht gefettet. Hat kein Spiel. Ja, und ist alt. Wie heißt das Ding? Torpedo-Jet-Narbe ist das. Ey, läuft schon von alleine los, weil das Ventil oben stand. Achtung, dann müsst ihr jetzt wieder bremsen und dann wieder runtergehen. Das ist wirklich eine genial gelagerte Narbe, die sich echt lohnt, ein Rennrad einzubauen, in Single Speed oder so. Das ist wirklich geil, die ist genial einfach, die ist toll. So, dann fangen wir mal an gleich, pass auf, bei 50 Sekunden fangen wir mal an, das lässt sich für mich leichter einfach, bei einer Minute fangen wir an, das lässt sich für mich einfach leichter. Ich schwinge mal an mit dem kaputten Tretlager. Acht, sieben, sechs, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lass uns einfach mal rufen. Ja, man merkt, es ist schon Reibung drin. Es bremst schon natürlich. Aber man kann ja gerne mal eine andere Narbe dagegen halten. Für eine ungewartete Narbe aus der Zeit ist jetzt schon ein guter Lauf. Ja, die Geräusche sind die Kugeln, die sind trocken da drin. Wenn man die jetzt noch macht. Schlag ist drin. So oder so, der Tretlager muss raus. Warten. Nur die Harten kommen im Garten oder müssen etwas warten. Die Harten können warten. Boah! Ja, schon ganz okay.
Nö, stopp. Also, 1 Minute 58 dreht das Rad. Fast 2 Minuten habe. Torpedo hat damals Werbung gemacht mit der 3 Minuten habe. Also die mindestens 3 Minuten läuft. Mein Rekord lag mal bei 6 Minuten für eine Narbe, die angestoßen, genau so angestoßen und dann 6 Minuten lang gelaufen ist. Und ich meine, dennoch auch 2 Minuten für das Ding hier in dem Zustand, ungewartet und so weiter, total verrottet eigentlich. Top. Ihr seht da mal, läuft da wieder. Also das lohnt sich echt. Narbe nehmen, wenn ihr eine Jetnarbe irgendwo findet, auseinandernehmen, fetten. Und wieder zusammenbauen, einspeichern in den 28er Laufrad. Die Dinger laufen, die sind ruhig, die sind normalerweise total leise. Also hier, dieses Poller kommt eben von den trockenen Lagern. Lohnt sich, ist eine geniale Narbe. Ich finde die sehr, sehr gut. Gut, bei mir jetzt anderes Thema, jetzt wird's laut. Tretlager muss halt raus, tut mir leid. Leider Gottes ist diese Fläche nicht mehr wirklich plan. Kann ich natürlich versuchen, das zu planen, aber das wird schwer. Moin, hallo. Hi, na? Oh. Was darf sein? Ich soll die Schrauben nachziehen lassen. Und ist alles in Ordnung denn? Hey, es ist so gut. Ah, oh, Mensch, ich habe echt schön geschwitzt bei dir, aber ich wusste nicht, was hat die denn für Ansprüche? Was? Hey, es ist einfach nur ein neues Lager drin oder so. Nee. Es ist so geil, fertig wie früher. Toll, toll, toll. Sein, ja. Und das, man hört nichts mehr. Ich komme jetzt nur noch zu dir. Wirklich. Nee, wirklich super, super. Ja, ich dachte mir, so ein bisschen Geld sparen ist ja manchmal nicht so schlecht. Und nicht nur das, sondern das alte Material ist einfach einfacher als das neue. Ja, ich finde es auch sehr cool von dir, dass du. Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand weniger berechnet, als er gesagt hat. Manchmal ist es so andersrum. Ja, Gott, das ja auch, klar, aber ich meine. Immer. Bloß wenn es so ist, ist es so. Ja, voll gut. Ich hätte auch mehr gezahlt, wenn es mehr gewesen wäre, so meinte ich das nicht, sondern einfach, dass du zu ehrlich bist. Ja, nee, das ist halt im Urlaub. Ja, schon. Also, wie gesagt, so viel ist nicht passiert. Läuft. Ich muss das mal wieder, ja, ich, das ist die nächste Aufgabe, nochmal abreiten. Nochmal ab und nochmal. Ja. Schick. Danke. Bitte, gerne. Na, und deine Griffe, also. Ja, ich kaufe jetzt einen neuen Lenker. Eventuell unsicher. Ja, wir wissen die Situation vielleicht. So einfach ganz viel. Vielen Dank dir. Ja, bitte. Ich komme bestimmt bei ein paar Freunde von mir vorbei, ich habe schon von dir erzählt. Okay. Ja, das ist meine Lieblingsjacke. Ah, okay. Jeden Tag getragen. Genau, und dann Urlaub. Genau. Na super, bis dann. Ciao, ciao. Ja, ich habe schon mal einen Freundin von dir erzählt. Die kommen dann und hauen mich. Ja, die wissen, wo dein Haus wohnt. In einer erquicklichen Situation kam sie vorbei. Das war gut, weil es war entspannt gerade, hier war nichts zu tun, da war kein anderer. Ah, so liebe ich das. So müsste es immer sein.
Erstmal tritt er raus. Muss auch zu erkennen sein, das hat von hier. Ja, Damela! Was ist denn los, ey? Sind wir hier im Frisiersalon oder was? Ja, natürlich! Was ist das Kleid? Mann, haben wir wieder gute Laune auf dem Freitag, ja, Alter! Muss doch nicht sauer sein! Na, du bist doch echt nie Taco, ey! Kommst hier rin, machst schlechte Laune, ey! Was soll denn das? Heute ist Freitag! So muss das sein! Ha! Jeder freut sich, dich zu sehen! Ja, hoffe ich doch! Na, aber hallo! Ja, sag mal, ey. Mann, was nehmen Sie euch denn früh morgens für Hormone, sag mal? Na, alle! Schön, dass euch bei mir in den scheiß Kreuzberg reinkommen muss. Nehmen wir euch das ganze Geld weg. Ja, bitte? Sie wünschen? Mensch, ja, gerade habe ich an dich gedacht und dachte mir, ja, siehst du, nun kommst du doch nicht. Weißt du, ich bin doch so furchtbar in letzter Zeit, so richtig schlimm müde. Ja. Ich meine, ich bin gestern um 7 eingeschlafen. Jetzt willst du mir die Ausrede sagen, warum das ja, so ist. Genau. Ah. Ich habe gerade gegoogelt. Prost! Weißt du, was mich verfolgt? Dein Kaffee? Ja. Ja. Weißt du, was mich verfolgt? MS. Patienten klagen über bleiernde Müdigkeit den ganzen Tag. Man ist super antriebslos. Das verfolgt mich. Hör auf, lass mich in Ruhe. Hast du nicht. Fertig, aus. Hast du einfach nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich ja halt nicht. Ja, du hast seit Anbeginn der Zeit eine bleiernde Müdigkeit. Aber es wächst. Das kommt mir, ich komme mir gerade wieder wie frühschwanger vor, wenn ich dort hinlegen musste. Hör auf, ey. Noch so ein süßes Kind. Nee, kein Kind. Das ist kein Kind. Das ist kein Kind. Na, das hört sich ja gut an. Ja, ist total leer. Ne? Ich habe alle Räder rausgebracht, halt, habe die alles rausgeschossen. Sieht doch gut aus draußen. Dadurch, so ist auch Kundenräder draußen. Ordentlich, ja. Jetzt noch ein Kundenrad ist draußen. Die anderen sind jetzt schon abgeholt. Ich habe jetzt kein Kundenrad mehr. Ich hatte heute eine Reparatur bisher. Aber ich mache meine eigenen, weißt du? Ja, klar. Verkaufst du das jetzt nicht, ne? Genau. Nach und nach. Stück für. Ja, und beim spätestens im Frühjahr brauchst du sie wieder. Ganz genau. iPod-Pad. Aber das ist auch wieder so eine Sache. Die liegen jetzt auch in der Ecke. Die iPods von denen. Ach so, ja. Stimmt. Was sind die eigentlich? Ja, siehst du? 90 Kilo waren auch teuer. Ja, 100 Euro. Deswegen weiß ich nicht immer mit diesen. Naja, die haben schon eine Schule. Aber. Ja, die brauchen mal ein ordentliches System, wo die so eine Sachen halt liegen auch. Naja, jeder nicht. Bei sich. Naja, bei Anouk habe ich ja schon so eine Tasche besorgt, damit das nicht so rumfliegt. Alles meine ich. Alles. Einfach dies, das hier. Die haben so teure Sachen. Mhm. Spielzeuge etc. Ja, die braucht eigentlich auch für sich. Ja, naja, meint doch. Ja. War doch meine Rede gerade. Hey, wir brauchen eine größere Bude, ey. So oder so. Ich bin schon. Ich bin ja ganz zufrieden, dass ich das so gut weggesteckt anscheinend. Super. Na, das ist aber zerbrochen. Na, die haben sie doch zertrümmert. Und seitdem 2 Jahre lang halt diese verknotteten Zahnschmerzen. 2 Jahre war dies.
vollen Zahn. Boah, hast du das denn nicht vorher einfach schon gezogen? Nee, du das wollte der doch nicht. Du sollst ja immer spülen, solltest du. Ja, Mann, ich bin noch da gewesen. Ich bin noch am Morgen, hat der gesagt, heute Morgen hat 9 Uhr, weiß ich noch, wie gesagt, mit ihm erzählt habe. Und jetzt bin ich hier auf dem Stuhl, ey. Zieh mir das Ding raus. Ja, nee, oh, geht nicht. Und der sieht total gut aus. Der sitzt total gut. Den würde ich erstmal nicht ziehen. Oh, Mann. 2 Jahre habe ich mich gequält. Das war das erste Mal, dass ich zu dem Zahnarzt gegangen bin. Der ist ja auch nett. Der ist nett und alles, ja. Aber das nützt nichts, wenn er. Nee, aber deswegen saß man ja immer wieder da. Weil es war alles in Ordnung immer, dachte man. Der muss ja wissen. Lampe im Nacken und ein bisschen Wärme. Dachte ich auch, naja, okay, der muss ja wissen. So, jetzt haben wir erstmal gestrippt, das Rad hier auf ein erträgliches Maß an Teilen, die man dran lassen kann. Prost. Reifen. Die können wir nicht lassen. Leider Gottes können wir die nicht lassen. Nehmen wir die Decke runter, die ist wirklich ruhig. Also, sieht ja mal. Ja, nicht. Okay. Der ist gebrochen. Der Kugelkäfig ist gebrochen. Das ist das erste Anzeichen, was passiert, wenn die Lager kaputt gehen. Gucken wir mal nach 9. Da haben wir 9. 2 neue. Perfekt. Geschafft, ja? Ist repariert. Sehr gut. Hallo. Ja, bitte. Ich wollte nur guten Tag sagen, ich gucke deine Videos. Na, herzlich willkommen. Und? Soweit, gefällt mir. Ja? Wobei ich ganz viel mit meinem nicht anfangen kann. Wegen der Nexo-Schaltung zum Beispiel hast du ganz oft. Hallo. Hallo. Hi. Ich habe bloß halt ein KTM-E-Bike da ist. Okay. Ja. Aber trotzdem, ich guck's gerne. Das ist schön. Ja, das fängt mal hier. Voll aggro. Ja, gut. Was meinten? Ich hab einen Auftrag. Yeah. Nachdem ich hier den halben Vormittag lang hier meine. Was halben Vormittag? Den ganzen Vormittag lang. Mein eigenes Rad hier versucht habe zu fitten. Ja, aber da fehlt mir jetzt ein bisschen Geld tatsächlich. Und die Zeit, jetzt Reifen zu kochen. Neue Decken müssen ruf. Auf alle Fälle. Ach, und der Keil, den wollte ich gerne noch machen. Oh, ich komme her, wir haben nicht vergessen, halt. Vergessen das Keil. Okay, fangen wir mal an mit interessanten Themen. Wie gesagt, so alte Schrotträder aufbauen, das ist ja wahrscheinlich nicht so interessant für euch. Obwohl ich gesehen habe, dass sowas tatsächlich, dass es Videos gibt mit so Schrotträdern, die man aufbaut, die so richtig viel Klicks haben.
Wie funktioniert denn sowas? Naja, muss gemacht werden. Mal gucken. Ja, aber das Laufrad habe ich fertig. Das ist schön sauber. Jetzt. Na, auch geputzt. Okay, ich ja, bitte? Ich habe eine Frage, unsere Bremse funktioniert nicht, ob du die drüber angucken. Na gut. Na, jetzt fetten wir nochmal neu und dann ist das schick, würde ich mal denken. Put all the parts and be interesting. Ja. Alles klar! Ciao, ciao! Put all the parts. Papa! Über dir! Papa! Ah. Motherfucker! This is the new hub. I was saying it feels the first one. Yeah, and then. But it's not tight one. Oh. It's not tight one? Don't tighten! Like this! You cannot disassembling! Stupid! Yeah. Yeah, I know. That's why I can hear. Again. I know that. Yeah, do it again. You know that song, Do It Again? It's like from Queens of the Stone Age. You know that movie? What? The song from Queens of the Stone Age. Do It Again. No, I don't know. It's a song, it's just, oh, look what I made. I could do it out of steel, but I just did it like this. Mavic! Really, like, okay, einmal bitte das, die Achse ist am Start. Axel ist am Start, Digga. Ja? Der Gina haben wir ja. So geil, 1992. In der Mehrgard bei dem Rad, das ist ja mehr geil. Maybe the problem first was this was adjusted to Harvey. Too heavy. Harvey? Too heavy. To Harvey. Harvey to hell, ist der Lied auch. Ja, ja. Vorne oder hinten? Vorne oder hinten? Vorne. Vorne. Wenn wir heute Nacht irgendwie die Luft aufnehmen. Ja. Wenn die Luft aufnehmen. Ganz einfache Nummer hier. Kannst sagen, für den Zehner. Ist ja alles doof. Das ist nicht, überhaupt nicht besonders, aber. Du bist ja normalerweise schon 6 Euro. Ah, das ist ein ja, ich bin auch Service. Yeah, he told me from 35. Ja, 35. Danke. Wait, I have 5. Okay, the address. Ratiborstraße 14. Max Krupper. R-A-T-I-B-O-R. Ratibor. Oh. Feierabend. Macht es gut. Bis später. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao. Sagt der Tommy.